Schmuggelvase mit dem Zoll am Hamburger Airport. Da bin ich mal gespannt. Einmal mitkommen, bitte. Schau hier nochmal rein. Oh mein Gott, da werden direkt die Schwarzköpfe rausgezogen. Ist das nicht Rassismus, Leute? Ich habe genug gesehen von dieser Doku. Oder vielleicht noch nicht ganz. Hast du Klamotten gekauft oder auch irgendwie Schmuck oder so eingekauft? Der Klassiker Zigaretten. Das ist so das, was wir am Tag... Lass den Leuten doch mal das letzte Suchtmittel, das ihnen auf dieser Welt bleibt. Die letzte Freude, die die Menschen auf dieser Welt noch haben. Sogar das müsst ihr konfiszieren. Unglaublich. Ich mache natürlich teilweise Spaß, aber jetzt, wo ich das gesagt habe, ist mir aufgefallen, ey Leute, guck mal, sagen wir, in gewissen Ländern auf dieser Welt sind die Leute arm und die haben keine Freude mehr am Leben und die haben nichts mehr. Ist es dann nicht sogar korrekt und cool, den Zigaretten zu geben, wenn die welche brauchen oder wollen? Also wenn ich jetzt hier einem Freund Zigaretten gebe oder irgendjemand dazu anstifte zu rauchen, ist natürlich schlecht. Aber jemand, der vielleicht abhängig von Zigaretten ist und sonst nichts im Leben hat, weil er hat keine Perspektive, keine Hoffnung, nichts. Ist es da nicht vielleicht sogar gut, dem einfach zu helfen und zu sagen, okay, hier komm, ich kaufe dir eine Stange Zigaretten, ihm so eine Freude zu bereiten. Obwohl es ihm schadet, aber ist hoffnungslos, ihn davon wegzubringen. So hier dann, okay, hier, ich mache dir eine Freude. Du hast kein Geld, dann ich helfe dir dabei. Oder? Schwierig. Und den wegnehmen müssen. Zurück zum Thema. Zack, zack, zack und wieder raus. Guten Abend. Hallo. Einmal der Zoll vom Hamburger Flughafen. Seien Sie gegrüßt. Wir schießen jetzt aus der aufmerksamen Sicherungshaltung. Auf Kommando Go hätte ich gerne 2 Schuss in die linke B-Zone. Bereit? Go. 8 Uhr morgens. Schießtraining für die Zöllner und Zöllnerinnen vom Wenn man so Pistolen am Schießstand sieht, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie so eine tödliche Wirkung haben. Das sieht so, weiß nicht, ungefährlich aus. Flughafen. Wir gehen mal in die aufmerksame Sicherungshaltung. Leon und Sabrina gehören seit mehreren Jahren zur waffentragenden Kontrolleinheit. Man sollte eine Waffe nie leichtfertig tragen und damit umgehen. Und deswegen, man muss da erstmal reinwachsen und sich auch, sag ich mal, dem Gefahrenpotenzial durchaus bewusst sein. Und ja, es ist am Anfang durchaus komisch gewesen. Die Sachen werden irgendwann, ja, ich sag mal, nicht zur Routine. Aber man bei ihm zum Beispiel, er ist so breit, diese kleine Pistole sieht einfach aus wie Spielzeug in seiner Hand. Passt irgendwie nicht. Da geht so dieses Gefährliche davon verloren. Er braucht eine Panzerabwehrrakete. Gibt's sowas? Gewöhnt sich da dran und die Sachen sind nicht mehr so aufregend wie am Anfang, ne? Aber ja, man sollte immer dran denken, was man tut. Es waren jetzt 2,7 Sekunden, der letzte Schuss. Machen wir nochmal. Sechsmal im Jahr müssen die Beamten das Training absolvieren, damit sie für ihren Arbeitsplatz gerüstet sind. Am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg-Fuhlsbüttel herrscht bereits Hochbetrieb. 11 Millionen Reisende und ihre Gepäckstücke werden hier jährlich durchgeschleust. Außerdem rund 55.000 Tonnen Luftfracht, die meistens in den Laderäumen der Passagierflugzeuge mitfliegt. Das habe ich schon mal erwähnt, aber wenn ich bei der Polizei arbeiten würde, dann würde ich gucken, dass ich am Flughafen arbeite, wenn dann, und nicht irgendwie in irgendeiner Großstadt am Bahnhof oder sowas. Am Flughafen wird sogar Spaß machen, denke ich mal. Ich weiß, hier geht es um Zoll, aber ist ja ähnlich. All das müssen die Zöllner hier im Auge behalten. Unter ihnen Zollhauptsekretärin Sina und ihr Spürhund Mats. Alle 2 Monate müssen die beiden ihrem Ausbilder beweisen, dass sie als Team noch funktionieren. Bro, wie viele Sterne hat der? Sein Schulterpolster reicht dafür nicht mehr aus. Es geht in 2 Reihen über sogar mittlerweile. 5 Stück hat er. Also ist ein absoluter Traumjob. Er lebt bei uns zu Hause in der Familie wie ein ganz normaler Hund. Mit eben dem Unterschied, dass wir privat fast gar nicht spielen. Denn für einen Spürhund wie den 10 Jahre alten Parson Russell Terrier ist das Spielen die Belohnung für einen gut gemachten Job. Mir gefallen kleine Hunde eigentlich nicht so, aber der ist irgendwie süß. Jetzt suche ich mir für mein Gehorsamstraining die Sachen raus, die ich brauche. Er trägt jetzt ein Gliederhalsband, ich habe eine kurze Leine dabei, einen Ball zum Bestätigen und ja, einen Futterbeutel, den ich jetzt schon reichlich gefüllt habe. Und ja, jetzt wird er gleich anfangen, sich das zu verdienen. Check, hast du? Ja, habe ich. Okay. Slalom. Slalom, sie Slalom, Slalom. Super. Besonders wichtig ist, dass Mats sofort auf jedes Kommando reagiert. Halten, halten, halten. Jawohl, halten. Nochmal Schritt zurück.
Aber ich sage euch ehrlich, wenn ich da am Flughafen rumlaufen würde, ich hätte schon lieber so einen Schäferhund oder sowas. Allein für die Präsenz auch. Ja, du bist da am Flughafen, kommst an, da sind Leute, die haben irgendwie Drogen dabei und sowas. Und dann was mit dem kleinen Miniaturhund, wisst ihr? Er erfüllt ja seine Aufgabe, es geht ja nur darum, um zu schnüffeln. Aber trotzdem ein bisschen Präsenz muss doch auch gezeigt werden, oder Leute? Hört doch dazu. Jetzt bekommt er auch seinen Klick, Trick und Trick. Ich bin zu oberflächlich, oder? Mir geht es zu sehr ums Äußere. Was soll ich euch da sagen? Weißt du, jetzt ist die Übung zu Ende. Ich war gut. Ich wurde befreit mit dem Klick aus der Übung. Und er bekommt seinen Ball und ist fröhlich und gut dabei. Supi, gut gemacht. Prima, prima, prima. Okay, da hat sich die Stimmung aber schnell geändert. Mit seinem Lieblingsball spielen. Ich nenne ihn auch ganz oft meine kleine Hämorrhoide. Der ist ja 24 Stunden bei mir. Heißt also, wir gestalten eigentlich alles gemeinsam. Unsere Freizeit, unser... Kein Kosename, den man zum Beispiel seinem Partner geben sollte. Seinem Hund vielleicht schon, kann man machen, aber nennt jetzt nicht euren Partner eure kleine Hämorrhoide. Bedeutung ist vielleicht irgendwo ein bisschen süß, aber wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es dann doch nicht mehr so süß. Unseren Urlaub, unseren Dienst, ja, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, so sieht's aus. Als nächstes sollen Mats und Sina ihr Können im Terminal unter Beweis stellen. 1,4 Millionen Passagiere verzeichnete der Flughafen allein im letzten Monat. Mehr als 90. Ich kann mit diesen Zahlen nichts anfangen in diesen Dokus. Leute, wir wissen nicht, wie viele Menschen an einem Flughafen normalerweise landen und abfliegen. Ist die Zahl jetzt hoch im Vergleich oder niedrig? Keine Ahnung. So könnt ihr mal einen Maßstab nennen, einen Vergleich. 90% der Ankommenden verlassen die Gepäckausgabe durch den sogenannten grünen Kanal. Hier haben Leon und Sabrina inzwischen ihren Dienst aufgenommen. Sie kontrollieren Reisende, die aus Drittländern ankommen. Denn innerhalb der EU gibt es keine zollrechtlichen Grenzen. Bösen Drittländer. Einmal hier links der erste Tisch, bitte. Privat oder geschäftlich unterwegs gewesen? Privat. Wie sieht das aus? Lebensmittel tierischer Art. Schauen Sie mal aufs Plakat. Sowas dabei? Gucken Sie mal da, wo der Kollege steht. Ja, aber das sieht sehr frisch aus. Ich glaube, gestern kocht. Hast du nicht gekocht? Nein, hier kocht. Das ist der Klassiker. Also, ich sag mal so, wenn es eingelegt ist, wenn es getrocknet ist, dann ist es in Ordnung. Frisch, ne? Frisch, da geht es um die Schädlingsbekämpfung hier. Ne? Also wo sollen ja keine Schädlinge mitkommen, deswegen ist das leider so. Frisches Ausländer lieben es, Lebensmittel rüberzubringen nach Deutschland. Die nehmen, notfalls lassen die sogar Klamotten zurück. Hauptsache, die können den Koffer mit Käse und Sucuk füllen. Und schwarzen Teeblätter. Und ich rede jetzt speziell von der Region, wo ich komme. Obst, Gemüse und andere Lebensmittel gehören zu den Artikeln, die Sabrina und ihre Kollegen am häufigsten einbehalten müssen. Gut, du spürst dich sicherlich ab. Ja. Ein paar hundert Meter weiter steht die nächste Prüfung für Mats und Sina auf dem Programm. Denk schön dran, schön langsam, intensiv hier den Koffer mitnehmen. So, Matzi hat also gelernt, gerade bei den Hartschalenkoffern, dass er immer da schnüffelt, wo mein Finger ist, weil er über meine Fingersuche, sage ich mal, ich leite ihn so ein bisschen, lenke ihn mit dem Knie und mit meinem Finger und sag ihm, hier musst du jetzt abspüren und Am Ende ist der Hund voll schlecht. Er riecht eigentlich nur so nach Leckerlis und er hat so schon voll viel Drogen hier übersehen, weil ihn interessiert das nicht. Aber wie soll das rauskommen? Sagen wir, in jedem Koffer waren jetzt Drogen drin. Die Koffer gehen doch jetzt weg oder nimmt man trotzdem Stichproben davon? Also ja, er wird schon gut sein, aber ich meine nur so rein theoretisch. Dadurch ist er halt viel zum Erfolg gekommen und deswegen macht er das so gut. Ah, okay, er hat schon oft was erwischt. Sehr schön, sehr schön. Lass ihn es anzeigen. Aha. Aha. Wir warten noch. Jawohl. Jetzt. Ja, super. Gut gemacht. Ach, stark. Platz. Das war eindeutig. Das hätte ich sogar erkannt. So, ja, da, er hat da was. Brav. Platz. So, in dem Gepäckstück haben wir ein Krokodilleder, was präpariert wurde. Das hat er gerochen. Ausgestanzt. Und wie es die Form schon erahnen lässt. Ach, das war ein Test. Okay, sorry, Leute. Ich war gerade voll in meinem Film. Ich dachte gerade, es ist eine echte Situation, aber die testen ja gerade. Die macht den Koffer auf, direkt. Und dann, ja, das ist Krokodilleder, direkt im ersten Moment. Sie wusste ja schon, in welcher Koffer es ist und dass da was drin ist. Sollten das mal Handyhüllen werden. Aha.
Also man hat das Gefühl, man tut was Gutes mit seinem Job, natürlich. Viele hier sagen ja immer so, ah, Artenschutz, was geht mich das an? Der ist schon süß. Ein paar Muscheln oder Korallen sammeln. Aber ja, Artenschutz ist eben nicht nur Muschel und Koralle, sondern eben auch sowas. Manchmal kauft man sowas vielleicht auch unbewusst, indem man denkt, man kauft ein Billigprodukt und weiß gar nicht genau, ob das echtes Leder ist oder nicht. Zollhauptsekretärin Sabrina hat inzwischen 6 Tüten Obst und Gemüse aus den beiden Koffern konfisziert. Zurück bekommen die Reisenden nur den sogenannten Vernichtungszettel. Ich kann es ja auch verstehen, es ist ärgerlich, es ist was aus der Heimat zum Teil, es ist was von Verwandten. Da gibt es schon mal die einen oder anderen Tränchen. Hier in Hamburg, das ist auch umsonst, sag ich mal, die Vernichtung. Ist so süß irgendwie, dass Menschen so um ihren Käse und um ihre Bohnen weinen, die sie aus der Heimat mitgebracht haben. Guck mal, was für einen Stellenwert das hat. Für uns ist Essen sowas voll Unbedeutendes. Ja, wir gehen draußen essen, Restaurant, wir kaufen was im Supermarkt und sowas und schmeißen notfalls auch Sachen weg, aber so, die haben eine ganz andere Bindung dazu. Ich sag bewusst die, auch wenn ich eigentlich selber dazu gehöre, aber ich bin ja auch hier aufgewachsen. Ich habe auch nicht diese Bindung zu Nahrungsmitteln aus meiner Heimat. Meine Eltern schon deutlich mehr. An anderen Flughäfen in Deutschland muss die Vernichtung bezahlt werden. Das ist einmal eine Bescheinigung für Sie, ne, dass das vernichtet wird. Danke. Bitte. Und ihr? Jeden Monat müssen die Zöllner mehr als 200 Kilo Lebensmittel vernichten lassen. Tragisch. Viele der Reisenden aus aller Welt bringen Tabak, Alkohol, Parfum und andere hochsteuerbare Waren mit nach Hamburg. Dafür gibt es Freimengen, die jeder ohne Zollabgaben einführen darf. Für die Luftfracht aus Drittländern sind die Beamten und Beamtinnen im Zollamt am Flughafen zuständig. Zollamtsinspektor Patrick und seine Kolleginnen prüfen die Warenanmeldungen zunächst am Computer. Dialysegerät. Hier Dialyse, Systemmaschinen, also Teile dafür, Halterung, Kartusche, Klemmbock. Es ist so, dass wir natürlich dann irgendwann so den Kreis der Anmelder kennen. Ja, man sieht so erfahren aus irgendwie. Pappenheimer weiß. Also man hat das Gefühl, er hat Ahnung von dem, was er sagt. Also jetzt hast du einen Freifahrtschein, uns anzulügen, los. Was sie so importieren, wenn dann mal eine andere Ware bei ist, da wird man dann schon mal stutzig. Als kleines Beispiel, ein Computermonitor ist zollfrei. Ein Fernseher ist aber sehr hoch mit Zoll belastet. Und okay. Wenn ein Radio- und Fernsehgeschäft einen Monitor anmeldet, dann sind wir natürlich auch gehalten, einmal nachzuschauen, ob das dann auch wirklich ein Monitor ist und nicht doch ein Fernseher. Ja, sie kommt zu mir, genau. Die Mitarbeiter des Zollamtes sind auch für den sogenannten roten Kanal zuständig. Hier können Reisende alles anmelden, was über der Freimenge liegt. Diese beiden Herren kommen gerade aus Las Vegas. Reicht das oder wollen Sie mein Reisepass haben? Wahrscheinlich Bargeld. Nö, das reicht. Das sieht aus, als ob wir hier Millionäre sind, ne? Ja. Wäre schön. Und darf ich fragen, wobei Sie das gewonnen haben? Slots, also hier die Automaten. Ach, tatsächlich? So viel kann man da gewinnen? Das ist ein Ding. Ja. Wie viel haben die gewonnen? Sag mir. Also natürlich nicht jedes Mal, ne? Wir sind ja schon ein paar Mal da. Ja. Auf Bargeld bezahlt man natürlich keine Abgaben. Aber für die Einfuhr gibt es Regeln. Man darf so viel mitbringen, wie man möchte. Wenn man einen Koffer hat mit 500.000, ist alles in Ordnung. Aber ab 10.000 und auch 10.000 und 1 Cent muss man es anmelden. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Ah. Ich dachte immer, man muss wirklich irgendwas bezahlen dafür dann. Nicht Leute, die dann immer versuchen, es rüber zu schmuggeln und sowas, obwohl vielleicht ist es dann doch aus irgendwas Illegalem entstanden, deswegen. Okay, interessant. Ich will immer noch wissen, wie viel die gewonnen haben. Inzwischen ist eine Ladung Gepäck angekommen. Die Koffer hatten am Tag zuvor in Frankfurt den Anschluss nach Hamburg verpasst. Welches ist denn der zweite, der dazu gehört? Ne, es muss ein schwarzer und ein grüner sein. Ich schau mal kurz nach der GB, das ist 3136. Wir machen diesen schon mal einmal auf. Bevor das Gepäck ausgeliefert wird, macht Zollamtsinspektorin Angela einige Stichproben. Nee, man darf nicht zimperlich sein. Also es ist tatsächlich so, dass man ein dickes Fell haben muss bei vielen Sachen.
So was oft ist eben, sind Koffer, wo Fisch drin ist. Fisch darf man tatsächlich mitbringen, auch in großer Menge. Aber wenn der Koffer verloren gegangen ist, kann man sich ja ausmalen, wie der Fisch riecht, wenn er hier nach einer Woche oder so ankommt. Und der ist ja dicht, der Koffer wird ja auch nicht. Wie oft kommt es vor, dass jemand Fisch dabei hat in seinem Koffer? Nur Geschenke, Schweinchen. Das ist irgendwie selten dann. Also nichts. Was nicht dabei sein darf und eben auch keinen Wert hat, der über den 430 Euro augenscheinlich liegt. Souvenirs, Klamotten und ähnliche Waren, die weniger wert sind, dürfen Flugreisende zollfrei und ohne Anmeldung in die EU einführen. Hast du einen grünen Aufkleber gekriegt? Von diesen etwa 50 Gepäckstücken kontrollieren die Zöllnerinnen jedes dritte. Oh, das ist schon ordentlich. Die wollen ja auch was finden irgendwo wahrscheinlich, oder? Aufmachen bitte. Ist ja deren Job. Ist ja normal irgendwo. Reicht das? Ja, das reicht. Danke. Ich persönlich in dem Job, ich wäre auch neugierig. Ich würde am liebsten jeden Koffer aufmachen. Jeder liebt es doch, Koffer zu öffnen. Was ist da drin und ist hier irgendwas Illegales? Wie so eine Überraschungsbox. Was ist denn das? Nur halt, dass auch private Gegenstände drin sind. Also man guckt schon so richtig ins Privatleben von Leuten rein. Deren Unterwäsche, deren was auch immer. Obersekretärin Victoria inspiziert ein als Gepäck deklariertes Paket. Sieht schon sehr verdächtig immer aus. Kann sie auf den ersten Blick sagen, womit sie es zu tun hat. Whitening. Whitening. Patrick, kannst du mal online gucken, ob das so eine Whitening-Creme ist? Ja, weil da steht Whitening-Seife drauf, deswegen. Ich schau mal nach den Inhaltsstoffen. Seife? Genau. Hä? Whitening macht doch nur auf den Zähnen Sinn. Aber Seife macht keinen Sinn. Oder wollen die Haut bleichen damit? Ja, das sind so Jammwurzeln. Aufgrund des solchen Schutzes dürfen die nicht mit rein. Und dann kriegt der Reisende ausgestellt diesen Zettel, damit wir das nicht einfach irgendwie entwendet haben, sondern damit er weiß, was damit passiert ist und was wir damit gemacht haben. Genau, deswegen muss ich das jetzt einmal kurz wiegen, um zu wissen, wie viel das ist. Die Artikel, die Sina und ihr Hund Mats in den Gepäckstücken aufspüren, sind ganz anderer Natur. Es handelt sich um Produkte, die im Rahmen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens nicht gehandelt werden dürfen. Ah, der Hund ist darauf spezialisiert. Wart die Zollhauptsekretärin für das Training auf. Oh. Also ganz speziell zum Beispiel finde ich diese Tasche, auf der man noch das komplette Tierchen sehen kann. Das ist verrückt. Den Füßen bis zum Kopf, ja, das ist eigentlich. Also jetzt ganz im Ernst, dieses Muster generell finde ich ja irgendwo auch schön. Heißt nicht, dass ich befürworte, dass man jetzt Tiere dafür benutzen muss, aber das hier, das ist krank. Da willst du wirklich zur Schau stellen, ey, hierfür ist ein echtes Tier gestorben, so ich guck hin, das ist verrückt. Also ich denke, früher, wo man als Selbstversorger gelebt hat, man hat ein Tier umgebracht, um es zu essen, um davon zu leben und hat dann noch die Haut benutzt, um daraus Felle zu machen und was auch immer. Ist ja gut, soll man ja machen. Man soll ja dann alles vom Tier nutzen, um halt auch nicht zu verschwenden, wenn man es schon isst. Heutzutage, da es noch unbedingt sein muss, sei mal dahingestellt. Aber die Tiere, die sowieso getötet werden fürs Essen, was spricht dagegen eigentlich auch andere Sachen davon zu nutzen vom Tier? Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man das Tier tötet, nur um an das Fell zu kommen oder an etwas, wofür wir Ersatz haben oder wofür wir andere Möglichkeiten haben, das finde ich komplett unnötig. Eigentlich an Geschmacklosigkeit gar nicht zu übertreffen. Hier haben wir jetzt ein Nashornhorn, das absolut unter Artenschutz steht. Da reden wir ungefähr von einem Wert, ich sage mal, bei mehreren 10.000 Euro, absolut geschützt. Kaviar kennen natürlich alle. In der Form, wie wir es jetzt hier haben, ist es einfuhrverboten, weil es einfach die Freimenge von 125 Gramm überschreitet. Okay, das finde ich ein bisschen. Elfenbein, Muscheln, Korallen und Seepferdchen. All das kann Artenschutzspürhund Mats in kleinsten Mengen erschnüffeln. Das ist krank, wie kann er das erkennen? Wurde ihm alles schon mal vorgehalten, so in der Richtung? Und er weiß einfach, hat sich die gespeichert, diese Gerüche. So, hier habe ich jetzt mal eine Dose mitgebracht, in der lebende Tiere transportiert wurden. In diesen asiatischen Filmdosen zum Beispiel Heuschrecken waren und so Schildkröten bestimmt drin, eingesperrt. Oh, die waren im aufgegebenen Gepäck, die sie jetzt nicht geschafft. Bei den Schildkröten war das so, dass wir die zu Hagen weggebracht haben. Und in dieser Dose war eine kleine Extra. Die haben teilweise sogar überlebt. Da waren noch nicht mal Luftlöcher oder sowas drin. Eingesperrt. Und dieser Karton war mit den 6 Luftlöchern, 5 Luftlöchern
so mitten im Gepäck. Man kann da sind Luftlöcher drin, aber in den Dosen nicht. Oder kann sich vorstellen, rechts und links, Handtücher, Klamotten, irgendwas. War auch nicht so erfolgreich, der Transport. Am frühen Nachmittag beginnt ein weiteres Team vom Zoll seinen Dienst. Auf dem Vorfeld des Flughafens. Wir überwachen ja den Warenverkehr über die Grenze. Am Geschäftsfliegerzentrum dann die Kleinstflieger, die eben halt ankommen. Dann darüber hinaus müssen wir die Crews auch immer mal ein bisschen im Auge behalten. Man deckt halt die ureigensten zöllnerischen Tätigkeiten ab. Und es gibt nichts, was wir nicht machen. Genau. Aha. Vor wenigen Minuten ist eine Maschine gelandet, die sich die beiden Zöllner genauer ansehen möchten. An Bord wollen sie die Crew und die Kabine inspizieren. Ja, stopp. Danke. Oh, entschuldige. Sehr interessant. Also, ich kann nicht erkennen. Sehr gut. Ob da noch ein Pilot drin sitzt. Nee, du hast ja hier noch die ganzen Passagiere hier im Finger. Auch diese Zolleinheit konzentriert sich auf Flugzeuge, die aus Nicht-EU-Ländern kommen. Die Turkish Airlines kommt jetzt direkt aus Istanbul. Ja, Hauptdrehkreuz eben halt auch für weiterfliegende Destinations, die wir halt haben. Und wir observieren jetzt quasi, was alles so drumherum jetzt passiert. Um die Passagiere und ihr Gepäck kümmern sich die Kollegen im Innern des Terminals. Was kann da jetzt drumherum passieren? Das frage ich mich. Sekretärin Victoria die Unterlagen für die Yams-Wurzeln fertig. So. Das einmal der Zettel. Wo ist das? Okay, jetzt bin ich nur neugierig. Yams-Wurzel. Junge, warum macht mir die Form so Angst? Auf den ersten Blick sah das so aus, als wären das Finger, so missgebildete Finger. Das ist irgendwie so ein Superfood oder sowas. Krass, da wollte jemand Asche machen mit diesen Yams-Wurzeln. Jetzt wurde seine Einkommensquelle vernichtet, sag ich. Mich? Ja, das war ja dieser Sack. Ja. Genau. Ich muss den aber reinmachen. Okay, das ist. Der muss in den Koffer rein. Den habe ich schon rausgeschickt. Oder? Ja, aber das geht ja nicht. Ich bin ja nicht fertig mit der Kontrolle, Kollege. Das muss in den Koffer rein. Alles klar, mache ich gleich rein. Nee, ich muss das reinmachen. Das ist ein Karton, den habe ich ja extra eine Lücke rausgehalten. Oder ich hole den, lass ihn hierher holen. Ja, weil ich muss das reinmachen. Alles klar, dann lass ihn. Muss ja sicher gehen, dass es drin gelandet ist. Ja, chill. Mach dem armen Mann doch nicht so einen Druck. Hat schon verstanden. Zollamtsinspektor Patrick hat inzwischen die Seife im Internet recherchiert. Zwar steht da drauf, dass das zum Bleichen ist, Whitening, aber ich sehe da keinen Inhaltsstoff, der hier in Europa nicht genehmigt ist da drin. Das scheint rein pflanzlich zu sein. Aber was soll der bleichen? So, jetzt ist unser Paket auch wieder da. Jetzt können wir auch den Zettel reinschmeißen. Dann kommt der nämlich hier rein. Genau. Irgendwie. Moment. Ist da drin? Ja. So. Dazu. Messer kriegst du. Genau. So. Klebeband gebe ich dir nochmal. Das wäre nett. So. Einer der Koffer, die in Frankfurt liegen geblieben waren, steht noch zur Begutachtung an. Er riecht schon ein bisschen streng. Ich nehme an, hier ist Trockenfisch drin. Also das ist ja ein typischer Koffer aus Afrika. Da sind häufig irgendwelche Lebensmittel drin, die nicht einfuhrfähig sind. Oder auch halt als Arzneimittel, wie hier. Ich nehme mal sehr interessant verpackt. Die Leute wissen schon, okay, das darf man wahrscheinlich nicht mitnehmen, sonst hätten die es ja nicht so mit Sichtschutz verpackt. Cortison enthält. Da ist der Käse hier. Auch nicht rein. Hier ist irgendeine Flüssigkeit. Da will ich auch mal schauen, weil ich habe das schon häufig gehabt, dass selbstgebrannter Gin dann drin ist. Was natürlich verbrauchsteuerpflichtig ist. Das hier ist wohl Erdnussbutter. Ach. Das gemachte. Lecker. Die darf. Cool. Das ist in der Tat Fisch, wie ich es vermutet hatte. Da darf bis zu 20 Kilo dürfen die reinbringen. Sehr interessant, ja. Nach eineinhalb Stunden sind die 50 Gepäckstücke zollrechtlich überprüft und dürfen ausgeliefert werden. Bis auf die von den Zöllnern sichergestellten Artikel. Danke. Da ich das nicht zu beurteilen habe, ob das tatsächlich Arzneimittel ist, wird jetzt die Arzneimittelbehörde unterrichtet. Und die teilt uns dann mit, ob das Arzneimittel sind und entsprechend vernichtet werden müssen.
Das gibt es wahrscheinlich in anderen Ländern auch nicht so in dem Ausmaß, ne? Wenn da wahrscheinlich ein Zöllner irgendwas finden würde in deinem Koffer und vermutet, dass es verboten ist, der wird es dann wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob du dann noch so einen ausführlichen Bericht bekommst und ob die eine andere Behörde einschalten, die das dann nochmal überprüft, weil die Experten sind und sowas. Das ist schon sehr interessant. Das macht zwar alles sehr aufwendig und schwierig in Deutschland und vielleicht langsamer teilweise, aber irgendwo halt auch sehr sicher in den Abläufen. Bei solchen Abläufen zumindest. So, danke. Hast du die anderen Zelle alle abgestempelt bekommen schon? Alles fertig? Perfekt. Tschüss. Ciao. Alles, was der Zoll einbehält, können die Eigentümer innerhalb von 90 Tagen wieder abholen. Vorausgesetzt, die Ware ist legal und wird nachverzollt. Tillmann Lewitz ist zollrechtlich gesehen die höchste Instanz am Hamburger Flughafen. Die Leute um ihn herum wissen gerade gar nicht, was für eine Macht an denen vorbeiläuft, was für eine Autorität. Er ist unterwegs in einen Raum, der normalerweise fest verschlossen ist. Wir sind hier in der Sicherheitskammer unserer Geldstelle vom Zoll am Flughafen und haben hier natürlich diverse Asservate, Dinge, die wir weggenommen haben, die auch nicht wieder rausgegeben werden, weil sie einfach verbotene Gegenstände sind. Hier vorne vor uns haben wir eine Creme, die ja die Haut verblassen lässt, die Haut heller wirken lässt. Und hier sieht man schon an den entsprechenden Bildern, dass dort jemand seine Haut versucht heller wirken zu lassen. Also auch eine Chemikalie, die sicherlich nicht gesund ist. Wie verrückt. Das ist wirklich ein Ding? Sowas macht man? Nicht auch mal davon probieren? Einfach mal, um White Privilege genießen zu dürfen. Der Klassiker Zigaretten. Das ist so das, was wir am Tag von Reisenden finden und denen wegnehmen müssen. Ja, hier kommen wir zu unserem Heiligtum. Das ist unser Sicherheitssafe. Da in diesem Safe bewahren wir die Goldstücke auf und den Goldschmuck auf, der von uns sichergestellt worden ist, von Leuten, die diesen Schmuck nicht angemeldet haben, weil die Eingangsabgaben nicht bezahlt worden sind, wird erstmal hier sichergestellt. Das, was wir hier gerade sehen, ist so das Aufgriffsvolumen eines Tages, was wir auch regelmäßig wieder entnehmen müssen, damit wir hier nicht selber bestohlen werden. Also das ist das, was seit heute Morgen hier so langsam hereingelaufen ist. Die Anzahl und der Wert der einbehaltenen Waren ist von Tag zu Tag völlig unterschiedlich. Im Terminal 1 ist gerade ein Flug aus Frankfurt angekommen. Viele der Passagiere sind dort nur umgestiegen und kommen von weiter entfernten Destinationen. Die versuchen die Zöllner im sogenannten grünen Kanal herauszufiltern. Schmuck eingekauft? Also alles Böse kommt aus Frankfurt, okay. Das beweist sich wieder mal. Okay. Genau. Auch wenn es nur ein Zwischenstopp war. In dem Rucksack? Hier irgendwo drin. Okay. Was hat das denn gekostet? 5 Euro. 5 Euro, ja. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Das ja, die waren sich zu sicher, dass da nichts drin. Die waren zu locker, da kann nichts gewesen sein. Tschüss. Tschüss. Nach Schießtraining, Kontrolldienst und mehr als 8 Stunden auf den Beinen haben Leon und Sabrina für heute Dienstschluss. Ich muss jetzt mal etwas offenlegen. Und zwar einmal vor vielen Jahren, als ich mit meiner Mutter im Urlaub war, so in der Heimat, da sind wir zurückgekommen und wir hatten so, nee, mein Vater war auch dabei damals. Wir hatten so 3-4 Koffer und ein Koffer war voller Lebensmittel. Voll mit Käse, so alles Mögliche einfach. Und deren Idee war, so, ich war ja noch jung, ich war klein, so ein bisschen nervös, so okay, scheinbar ist das nicht erlaubt. Und deren Plan war einfach, das auf diesem Wagen, den Koffer mit dem Lebensmittel ganz unten hinzumachen, dass die Zöllner einfach nicht so leicht drankommen und keinen Bock auf den Koffer haben. Und ich dachte mir so, ey, das kann doch nicht funktionieren. So, das ist doch keine erfolgsversprechende Taktik. Wenn ich Zöllner wäre, dann werde ich doch erst recht die nehmen, die am besten so eingebunkert sind. Dann laufen wir am Zoll vorbei und ja, wir wurden halt wirklich rausgezogen. Und ich dachte mir so, ja, okay, ist halt so, die Sachen sind weg. Und die haben halt wirklich alles kontrolliert, außer den Koffer, weil das war denen dann zu viel. Das war verrückt. Einfach meine Eltern haben recht behalten damit, mit dieser Theorie. War das Glück oder war das ein genialer Ini-Streich? Also ich muss tatsächlich sagen, dass dieses Reise-Flughafen-Flair wirklich abgenommen hat, seitdem man hier arbeitet. Und der Flughafen ist halt die Arbeitsstätte und nicht mehr Privatvergnügen. Junge, siehst du, so locker, voll normal. Der Typ ist so 24-7 im Soldatenmodus. Komm, beruhig dich ein bisschen, okay? Aber er ist so wie der Pitbull so von den Zweien. Siehst du, der Mensch und er ist so der Abschreckungsfaktor, der menschliche. Und die Lautstärke, das Gewusel, es belastet schon. Man merkt es in dem Moment nicht so. Aber wenn man dann auf dem Weg zum Auto, zum Feierabend ist, ist man dann auch froh, wenn man Ruhe hat und abschalten kann. Für die Kollegen auf dem Vorfeld geht die Arbeit jetzt erst richtig los.
Zollhauptsekretärin Elena und Zollamtsinspektor Michael sind auf dem Weg zu der zuvor observierten Maschine. Ja. So, und jetzt haben wir eben halt zig Möglichkeiten. Jetzt können wir hinten rangehen, wo schon offen ist. Oder wir gehen hier vorne durch den Finger durch und melden uns dann vorne an Bord an, dass wir einmal durch die Maschine durch wollen. Oder ihr teilt euch auf wie in einem schlechten Horrorfilm. Reingehen, okay. Damit wir uns einmal anmelden können beim Piloten. Alles klar. Einmal Bescheid sagen, dass wir da sind. Ja, genau. Dann gehen wir einmal raus. Wollen wir gucken, was er ist. Was suchen die denn? Haben die irgendwie einen Verdacht? Oder ist es eine stichprobenhafte Kontrolle? Die Mitglieder haben eine Freimenge für Tabak, Alkohol und Co. Die ist aber wesentlich geringer als die von Reisenden. Der Zoll darf überall reinschauen. Die Kamera leider nicht. Guten Abend. Hallo. Einmal der Zoll vom Hamburger Flughafen. Seien Sie gegrüßt. Angela, Viktoria und Frank sind inzwischen im Roten Kanal fertig. Sie müssen noch eine Frachtkontrolle am anderen Ende des Airports durchführen. Das ist hier das Frachtzentrum vom Zollamt Hamburg Flughafen. Jetzt wird die Ware gebracht oder abgeholt. Dienstplantechnisch sitzen wir ja an diversen Positionen und hier sind dann die Kollegen. Hier Luftfracht und Warenverkehr und Transporte generell ist die schlimmste Branche, die es auf der Welt gibt, meiner Meinung nach. Die Industrie versucht so sehr an dem Transportweg zu sparen, dass dort kaum Geld hängen bleibt und man erwartet extrem viel. Plus, man muss damit rechnen, dass immer bei jeder Lieferung, bei jeder Sendung, bei jedem Verkehr, bei jedem Transport irgendwas schiefläuft. Eine Sendung wird beschädigt, wird nass, fällt um, geht verloren, landet am falschen Ort. Das ist einfach gang und gäbe. Man muss damit rechnen und das wieder gerade zu biegen, diese Probleme, ist eine Kunst. Und das ist nur mit Kopfschmerzen verbunden. Also wenn ihr was meiden wollt, einen Beruf auf dieser Welt, dann ist es der meiner Empfehlung. Und dann also alles, was mit Logistik zu tun hat in dem Bereich. Ja, je nach Dienstplan. Und wir schauen dann die Ware und führen dann die Anordnung aus. In einer der 6 Lagerhallen müssen die Zöllner überprüfen, ob die angemeldete Exportfracht vollständig angekommen ist. Jetzt überlegt mal, das hier ist nicht mal eine große Menge an Kartons. Jeder einzelne Karton gehört zu einer gewissen Sendung. Jede einzelne Sendung muss an den richtigen Ort und alle Kartons sehen irgendwie doch gleich aus, haben ihre eigenen Barcodes und Label, aber vielleicht wurde der eine falsch belabelt. Ja, die Mitarbeiter im Lager machen ja auch mal Fehler. Da ist mal das Label da dran, dann landet der Karton wegen diesem falschen Label auf einem ganz anderen Kontinent und wird dorthin exportiert und dann fällt auf, es fehlt ja dort, ist jetzt an einem anderen Flughafen. Erstmal das rauszufinden ist schwer, dann musst du den irgendwie an den richtigen Ort bekommen, mit den richtigen Papieren fürs Flugzeug. Das ist so schlimm und Spaß. So tut euch das niemals an. Jeder Ort hat seine Anstrengung für sich und macht irgendwie Spaß, hat seinen eigenen Charakter, ob das im Terminal ist, hier auf dem Frachthof oder auch nur im Großraumbüro. Das zeichnet den Posten hier am Flughafen aus. So ein sehr interessanter Beruf. Also mir wird der sehr gefallen, glaube ich. Inzwischen sind die Kollegen wohl vom Vorfeld sehr nicht unbedingt, aber ich finde ihn in Ordnung. Mit der ersten Kontrolle des Abends durch. Ja, also wir haben jetzt einmal uns die Crewmitglieder, von denen haben wir uns die Pässe geben lassen. Dann haben wir einmal kontrolliert, geguckt, ob verbotene oder Waren mit Beschränkungen in dem Flugzeug zu finden waren. Die drängeln jetzt schon, dass die nächsten wieder nach Istanbul rein wollen. Die Reinigungscrew ist durch. Also wie gesagt, zack, zack, zack und wieder raus. Michael und Elena arbeiten oft unter Zeitdruck. Die nächste Maschine aus dem außereuropäischen Raum soll in 10 Minuten ankommen. Die wollen sie noch erwischen. Ich habe jetzt hier den Flugplan und die Hurghada würde um 19.02 Uhr landen. Das ist in Marabu, ne? Die kommt genau. Ja hier ein bisschen früher. Ja, die landet Position? Auf Position 54. Gut, dann gehen wir da nachher hin, gucken dann letzten Endes mal, ob Crew oder ob wir die Putzkolonne machen. Wenn wir uns da ein bisschen vernünftig hinstellen, dass wir uns nicht gleich sehen. Und dann mal gucken, wir bleiben als Nightstop ja auch hier. Das heißt, alle gehen runter. Das ist ein Plan, ne? Die Maschine super Plan. Landet früher als erwartet. Und die beiden müssen einmal über das gesamte Vorfeld. Dort gelten besondere Verkehrsregeln. Fahren darf hier nur, wer eine spezielle Ausbildung absolviert hat. Ja, das ist ja auch, boah, das ist eine eigene Welt. Also mit einem normalen Führerschein wirst du dann nicht vorankommen. Du hast keine Ahnung, wo du langfahren darfst und wo nicht. Krank kompliziert. Auf einen von den Flugzeugen blinkt, die hier stehen, dann darf auf gar keinen Fall weitergefahren werden. Jetzt sieht man das wunderbar. Das genau. Blinkt und das Flugzeug fährt jetzt rein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall stehen bleiben. So, da ist auch kein Flieger. Da ist auch keiner. Schnell rüber, dass wir safe sind. Das
positionieren uns dahinter. Genau. Und dann gucken wir mal, ob eine Gruppe. Wir sind aber auch ein gutes Team. So komplett auf Augenhöhe. Und befragen die dann mal. Genau. So, und hier sind wir jetzt safe. Jetzt gehen natürlich erstmal alle runter. So, und wenn die Passagiere dann von Bord sind, dann müsste das Reinigungspersonal kommen. Die Crew geht als letzte runter. Erst wenn alle Passagiere Richtung Terminal unterwegs sind, beginnen die beiden mit ihrer Kontrolle. Hallo. Hallo. Guten Abend. Während die Koffer vom Band rollen, kontrollieren die Zöllner nicht nur die Crew. Für euch schönen Feierabend, alles Gute. Alles klar. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, okay. Ich war vorher scheinbar in Gedanken, aber die kontrollieren die Crew. Krass. Machen die Leute nur ihren Job, haben einen anstrengenden Tag hinter sich und danach werden die noch hier unter die Lupe genommen. Unglaublich. Hallo. Hallo. Guten Abend. Kommen Sie zu dir mal zu wollten uns. Wir mal. Hier. Trinken und essen, dann können Sie alle wieder, ne? Das ist noch wenig. Okay, alles klar, das ist safe. So, Sie haben jetzt direkt Anbindung gehabt, eben halt mit Hugada aus Ägypten. Und dementsprechend, bleibt als Nightstop hier, sind wir halt angehalten, häufiger mal zu gucken. Wie oft finden wir irgendwelche Tüten mit Zigaretten? Guck mal, und genau das ist es ja, und deswegen gucken wir. Ne? Ich meine, das ist alles safe. Aber wenn ihr die findet, dann bringt ihr die ja auch ordnungsgemäß zu uns, hoffe ich. Ne? Ja, natürlich. Wegen sowas verliere ich bestimmt meinen Job. Also, das ist eine gute Einstellung. Da halt das bei. Dafür bin ich zu lange hier. Kann ich Sie da jetzt mit reintun? Ja, klar, alles klar. Die Spätschicht auf dem Vorfeld dauert so lange, bis der letzte Flieger abgefertigt ist. Heute sind sie bis 23.30 Uhr im Dienst. Wenn ich nachher nach Hause fahre, dann habe ich das Gefühl, ich kann morgen früh ausschlafen. So. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn ich morgen Mittag wieder hier stehen muss und weitermache. Okay, interessant. Ich überlege gerade, was wir jetzt daraus gelernt haben aus dem allen. Keine Ahnung, aber fangt an, irgendwas zu lernen aus den Sachen, die ihr seht. Okay, bis Leute, bis zum nächsten Mal.